Hallo und herzlich willkommen zu AstroStars TV mit dem Spielbericht vom Derby gegen die Iserlohn Kangaroos. Ja, und was soll ich sagen, auch im Derby hat der VfL Nerven bewiesen. Sie haben das Spiel gegen die Kangaroos gewonnen und nicht nur das, Münster hat am Freitagabend schon gepatzt. Und das sieht natürlich jetzt schon richtig gut aus auf der Tabelle. Bevor wir uns die Tabelle gleich anschauen, jetzt aber erstmal das Wichtigste, so lief das Spiel. Zum Tipp auf schickte Banobre, Niklas Geske, Lars Kamp, Marius Bär, Johannes Joos und Kilian Dietz auf das Parkett. Und das Spiel begann ausgeglichen. Auf die ersten Punkte von Johannes Joos per Korbleger folgte Postwenden Tanner Graham. Mit diesem Treffer konnte Niklas Geske zunächst auf 8:2 für den VfL erhöhen. Binnen 50 Sekunden konnten die Gäste allerdings über Alexander Möller und Toni Prostran zum 8:8 ausgleichen. Und Joshua Dahmen mit einem getroffenen Dreier brachte erstmals an diesem Abend die Kangaroos mit 8:11 in Führung. Aber nur kurz, denn Niklas Geske hatte mit diesem Dreier die passende Antwort parat und Lars Kamp brachte den Tabellenführer mit einem weiteren Dreier wieder in Führung, die die Bochumer auch bis zum Viertelende beim Stand von 29:22 beibehalten sollten. Im zweiten Viertel folgte über Geske und Dickerson zunächst ein sehenswerter 6:0-Run der Hausherren und Johannes Joos stellte mit diesem Korbleger zum 39:29 die Führung der Hausherren erstmals an diesem Abend im zweistelligen Bereich. Über die Restzeit dieses Viertels konnte der VfL diesen Vorsprung konstant halten und Julian Jasinski nutzte die letzte Chance vor der Halbzeit, um mit einem Buzzerbeater von der Dreierlinie die 51:39 Halbzeitführung zu erzielen. Nach der Pause baute Bochum die Führung weiter aus. Jeweils ein getroffener Dreier von Johannes Joos und Niklas Geske sorgte dafür, dass die Hausherren sogar auf 63:42 davonzogen, bevor die Gäste wieder besser ins Spiel fanden. Doch Lars Kamp traf zur Mitte dieses Viertels zwei Dreier binnen 23 Sekunden und stellte die Führung auf 70:49. Scheinbar ein Weckruf für die Gäste, die nun mit einem 10:0-Lauf über Moritz Hübner, Toni Prostran und Alexander Möller den Rückstand wieder verkürzten. Kapitän Marko Buljević, der nach seinem absolvierten Aufbautraining erstmals seit über einem Monat wieder spielen konnte, stoppte zwar diesen Lauf mit einem Dreier zum 73:59, dennoch konnten die Kangaroos zum Viertelende den Rückstand verkürzen. Denn mit dieser Aktion an Graham holte sich Johannes Joos gleich zwei Fouls ein. Eines davon ahnten die Schiedsrichter sogar als unsportliches. Die folgenden vier Freiwürfe für Graham saßen, alle Punkte standen nach drei gespielten Vierteln 75:65. Das Schlussviertel eröffnete Center Kilian Dietz mit einem Korbleger, dann aber konnten die Gäste durch zwei Freiwürfe von Moritz Schneider und einem Dreier von Tanner Graham den Rückstand auf 77:70 und damit wieder in den einstelligen Punktebereich reduzieren. Und es blieb eng, bis gut drei Minuten vor dem Ende der Partie kam Iserlohn auf 88:82 an den Tabellenführer heran. Doch die Bochumer waren hellwach und neun schnelle Punkte über Cervera, Joos und Geske führten zur 97:82 Vorentscheidung. Johannes Joos durchbrach dann 7 Sekunden vor Ende der Partie mit einem Puttberg-Duncan die 100-Punkte-Schallmauer und brachte den VfL mit 101:84 in Führung, bevor Joshua Dahmen nur noch Ergebniskosmetik betrieb zum 101:86 entstand. Ja, ich habe es gerade schon geteasert. Die Tabelle sieht sehr gut aus Bochumer Sicht. Wir werfen einfach mal einen Blick drauf. Dass der VfL Bochum an der Tabellenspitze steht, ist vielleicht im Fußball neu, hier aber nicht. Neu ist aber, dass die EZO Eagles auf den zweiten Platz vorgerückt sind. Der einzig mögliche Verfolger für den VfL bleibt aber Münster, die punktgleich auf dem dritten Platz stehen und als einziges Team noch theoretisch die Chance auf den Spitzenplatz haben. Die BSW Sixers auf Platz 4, gefolgt von den Düsseldorfern, Köln, Schwelm und Iserlohn. Am Tabellenende stehen die TKS 49ers auf Platz 9, Ristwedel auf 10, Vorbenau auf der 11 und Tabellenschlusslicht ETV Hamburg. Ja, der Blick auf die Tabelle, das sieht richtig gut aus Bochumer Sicht. Eigentlich kann uns diesen Platz 1 keiner mehr nehmen. Eigentlich offiziell können die Sparkassenstars das dann am nächsten Wochenende machen, denn dann geht's nach Münster und wenn sie das Spiel gewinnen, naja, ich will den Tag nicht vor den Abend loben. Auf jeden Fall sehen wir uns zum nächsten Spielbericht wieder und bis dahin könnt ihr euch natürlich auf all unseren Social Media Kanälen über alles Wichtige updaten. Tut das doch einfach mal. Bis dahin, tschüss.